Hallo und Ahoi zum dritten Teil meines Let's Plays von Return to Monkey Island, einem Point-and-Click-Adventure von Terrible Toy Box aus dem Jahr 2022. Es ist das sechste Spiel in der Monkey Island-Reihe und entstand unter der Leitung des Serienerfinders Ron Gilbert. Das Video stammt aus einer Streaming-Session auf Twitch, daher nehme ich meist mehrere Folgen am Stück auf und schneide Pausen heraus. Außerdem füge ich Kapitelmarker hinzu, diese findet ihr unten in der Beschreibung, bei YouTube auch in der Abspielleiste und bei PeerTube auf meiner Instanz über den Kapitelbutton im Player. Wir spielen die deutschsprachige Fassung mit Sprachausgabe und Untertitel. Ich freue mich über jeden Kommentar und wünsche viel Spaß beim Zusehen. So, genau, willkommen zurück zur nächsten Folge Return to Monkey Island. Wir sind hier an dieser Stelle beim letzten Mal geendet und haben so ziemlich alles mitgenommen, was hier im internationalen Markt für Mojo verfügbar gewesen ist. Wir haben alle Voodoo-Sachen gekauft, die noch nicht verkauft waren. Und jetzt können wir hier, glaube ich, mal auf die andere Straßenseite gehen. Bei Wally's Maps and More. Hey, Wally! Sieh an. Schau mal, was die Brandung an Land gespült hat. Es ist Guybrush Threepwood. Auch schön, dich wiederzusehen, Wally. Wie auch immer dein Nachname ist. Ich habe Jahre in der Therapie damit verbracht, darüber hinwegzukommen, dass ich wegen dir verbrannt, geblendet, in die Luft gejagt, verlassen und im Stich gelassen wurde. Ja, gute Zeiten, was? Du hast Glück, dass ich das alles hinter mir habe und den besten Kartenladen in der Karibik und darüber hinaus betreibe. Sieht so aus, als ob der Laden gegenüber in Schwierigkeiten steckt. Die Welt der Piraten, in der viel auf dem Spiel steht, verändert sich und die dunkle Magie übernimmt die Macht. Voodoo-Magie macht Spaß und so, aber sie ist nicht das, was die neue Generation will. Ich bin auf der Höhe der Zeit und verdiene ein Vermögen. Ich bin dabei, ein Franchise zu gründen. Okay. Die Stadt scheint ziemlich heruntergekommen zu sein. Seit Captain Madison Mealy zu ihrer Operationsbasis gemacht hat, beschweren sich die Leute. Es heißt, sie bringt ein böses Element in die Stadt. Aber dieses böse Element gibt eine Menge Geld für Karten aus. Also, was soll ich tun? Tun, was richtig ist? Ich tue es. Ich tue, was für Wally richtig ist. Ich bin auf der Suche nach einem Mob. Dies ist Maps and More. Nicht Mobsenmore. Ich hatte gehofft, dass das More auch Mobs umfasst. Nun, das tut es nicht. Frag doch mal den Koch an der Bar, woher er seinen hat. Der zweite Hinweis. Ich glaube, wir müssen mal zu dem Koch. Du hast nicht zufällig eine Karte zum Geheimnis von Monkey Island. Lustig, dass du fragst. Ich habe vor kurzem eine Auftragsarbeit gemacht, aber dann haben sie mein gesamtes Ausgangsmaterial zerstört. Sie ist die einzige, die es gibt. Ich wünsche dir viel Glück. Du hast eine Menge Karten hier drin. Wir haben so viele, dass du eine Karte brauchst, um sie alle zu finden. Ein bisschen Kartografenhumor. Ja, ich hatte vergessen, wie lustig der war. Es ist schön zu sehen, dass du nach all den Jahren wieder auf die Beine gekommen bist. Das Geschäft boomt mit all den neuen Piraten der dunklen Magie. Captain Madison hat mir einen lukrativen Auftrag erteilt. Sie zahlt extra für einen Haufen verrückter Symbole, die ich mir ausdenke. Ich überlasse dich wieder dem Kartomachografieren. Das ist kein richtiges Wort. Aha. Sie sind wie Brillen, nur viel unpraktischer. Aber ein Monokel kann man schon mal gebrauchen. Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe. Oh, bitte, nimm einen. Ich benutze sie, um für mein Geschäft zu werben. Siehst du, auf dem Rand steht Maps and More. Danke. Wally, kann ich eine von diesen Karten haben? Absolut. Wenn du dafür bezahlst. Schon gut. Es ist eine Karte auf einem Fächer. Was werden sie sich als nächstes ausdenken? Hey, Wally, was ist mit der Fensterleiter? Ich benutze sie, um die Nachbarn im Auge zu behalten. Nun, es ist gut, ein Hobby zu haben. Ich selbst versuche, mich von Seeungeheuern fernzuhalten. Etwas unscheinbar.
und etwas überteuert. Die hier sieht gut aus. Wie viel kostet sie? Oh, die? Zu viel. Die guten alten Labyrinthe. Man kann nicht genug von Labyrinthen bekommen. Die erste Regel der Piraterie lautet, kaufe niemals eine gebrauchte Schatzkarte. Das sieht nach einer tückischen Reise aus. Da steht Bewertung verfluchter schwarzer Diamant. Ich hatte auch mal so eine Karte, aber ich bin nach links gesegelt. Das muss die Hoseninsel sein. Eigentlich, Mr. Threepwood, ist es... Yep, Hoseninsel. Was ist das für eine Karte? Die geheimen Bewegungen und Aktivitäten meiner Konkurrenten. Das klingt einleuchtend. Diese Karte zeigt beide Seiten der Weltkugel. Sie ist doppelt so viel wert. Sieht kühl aus da oben. Es ist eine lange, kleine Karte von irgendwo weit, weit weg. Ich wusste nicht, dass du auch Globen herstellst. Tue ich nicht. Der dient als Referenz. Da sind alle aktuellen Kontinente drauf. Das sieht ausgefallen aus. Die besten Werkzeuge, um die besten Karten zu erstellen. Auch das leuchtet. Ich finde es gut, dass Wally sie nicht gegen ein neues Modell eingetauscht hat, nur weil sie schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Das ist mir aus irgendeinem Grund sehr wichtig. Nun gut. Dann gehen wir nochmal zurück und werden mal mit diesem Koch sprechen. Oh, da ist eine Kisskarte. Und da ist ein Wolter. Hi, Cobb! Kaum zu glauben, dass du nach all diesen Jahren immer noch hier bist. Ich wurde zu einem historischen Denkmal erklärt. Der Ort scheint anders zu sein als in meiner Erinnerung. Es ist diese neue, jüngere Generation von Piratenanführern. All ihre hochtrabende dunkle Magie. Sieh uns an, wir sind so viel besser als du, weil wir von der Hochzeit keinen Grog trinken. Den Kindern von heute geht es nur ums Plündern und Brandschatzen. Sie haben kein Herz. Kein Herz. Ich werde das Geheimnis von Monkey Island finden. Willst du mitkommen? Ich habe gehört, dass das Geheimnis nur ein Marketing-Gag ist, den sich Stan ausgedacht hat. Dass nur die Leichtgläubigen und Naiven danach suchen würden. Das ist nicht auszuschließen, oder? Erzähl mir von Loom. Ich habe so satt, dass mich Piraten nach Loom fragen. Zieh Leine. Warum nimmst du dann nicht den Frag-mich-nach-Loom-Button ab? Mein grockgeschwängerter Körper ist mit ihm verschmolzen. Mittlerweile bin ich mehr Button als Mensch. Okay. Ach, komm schon. Erzähl mir von Loom, um der alten Zeiten willen. Hau ab. Sag es. Nein. Sag es. Na schön. Du meinst das letzte Meisterwerk der Erzählkunst von Lucasfilms Brian Moriarty? Ein unglaubliches Adventure mit einer magischen Benutzerführung. Verblüffenden 3D-Grafiken, klassischer Musik und Soundeffekten. Nicht zu vergessen die detaillierte Animation und die Spezialeffekte, sowie die einfache Bedienung und die deutsche Übersetzung. Schnell, bevor dir jemand zuvorkommt, kauf dein Loom noch heute. Ja! Nun zisch ab. War nett, mit dir zu plaudern. Ja, ja.
Guybrush Threepwood, so wahr ich lebe und atme. Wie geht's dir? Gut. Wie geht's Elaine? Sie war immer meine Lieblingsgouverneurin. Sie hat auch deine Rechnung bezahlt, als du nicht mehr kamst. Immer noch im öffentlichen Dienst, kämpft jetzt gegen Skorbut. Mein Laden ist sauber. Unsere Gesundheitszertifikate sind auf dem neuesten Stand. So ist es nicht. Sie hat eine Stiftung, die versucht, Limetten als Präventionsmittel zu fördern. Oh, grüß Sie von mir. Diese neuen Piratenanführer scheinen echte Idioten zu sein. Warum lässt du sie überhaupt in die Bar? Nun, sie haben meine alten Stammkunden vergrault, also habe ich keine große Wahl, wenn ich im Geschäft bleiben will. Und wenn ich versuchen würde, sie zum Gehen zu bewegen, würden sie mich wahrscheinlich in Stücke schneiden und in die Suppe werfen. Ehrlich gesagt, habe ich Angst vor ihnen. Positiv ist, dass sie über ein höheres verfügbares Einkommen und eine bessere Hygiene verfügen als die alte Generation. Die Atmosphäre in der Bar ist anders als früher. Ja, mir gefällt das nicht. Aber ich muss mich auf die neuen Leute einstellen. Alles ändert sich, Guybrush. Aber die Kakerlaken bleiben dieselben. Ich hab deinen Humor vermisst. Und deine geringe Alkoholtoleranz. Hey! Habe ich schon erwähnt, dass ich das Geheimnis von Monkey Island finden werde? Nein, das glaube ich nicht. Das ist aufregend. Du heuerst also ein Schiff in den Docks an? Ich werde das von LeChuck klauen. Mutig. Mir gefällt deine Denkweise. Weißt du, wo ich einen Mob kaufen kann? Kaufen? Du willst keinen Mob kaufen. Ich glaube schon. Der Wischmob ist das formale Werkzeug eines Kochs. Nicht so plump und so ungenau wie ein Geschirrtuch. Ein elegantes Werkzeug für eine zivilisiertere Reinigung. Du kannst nicht hoffen, mit dem Mob eines anderen erfolgreich zu sein. Kann ich nicht? Du musst dein eigenes, perfektes Instrument bauen, das du ein Leben lang behalten und benutzen wirst. Nun hoffen wir, dass es nicht dazu kommt. Sobald du ihn gebaut hast, wird der Mob dein ständiger Begleiter. Dein Werkzeug und ein bereites Mittel zum Schutz vor Verschmutzungen aller Art. Ihn bauen? Das Holz ist das Herz des Stiels. Das Herz ist der Stiel eines Kochs. Ihr seid eins. Bislang nicht hilfreich. Du musst einen bestimmten Baum finden. Einen Baum, der sich besonders gut für die Stiele der Mobs eignet. Schnitze deinen Stiel aus einem Ast des Baumes. Noch Fragen? Wie finde ich den Mob-Stielbaum? Ich kann dir nicht genau sagen, wo er ist, denn das ist deine eigene persönliche Reise. Aus was für einem Holz ist der Baum? Das ist etwas, das du selbst herausfinden musst. Was ist mit dem Kopf des Mobs? Oh, natürlich brauchst du einen, aber so ziemlich alles ist geeignet. Es kommt vor allem auf den Stiel an. Okay. Wichtigste am Mob ist der Stiel. Bist du sicher, dass ich nicht einfach einen Mob kaufen kann? Deinen zum Beispiel. Nein, du musst einen machen. Vertrau mir. Erinnere mich daran, wie ich den Mob-Stielbaum finde. Ich kann dir nicht genau sagen, wo er ist, denn das ist deine eigene persönliche Reise. I see. Okay, ich schätze, ich werde es tun. Was ist los? Du hast dieser Geschichte den falschen Titel gegeben. Sie sollte Mobsuche heißen. Wann kommen die Teile mit den Piraten? Selbst in den coolsten Berufen wird mehr gewischt, als du denkst. Damals kam mir das auch verrückt vor. Aber vergiss nicht, dass ich damit ein Schiff entern, das Kommando übernehmen und nach Monkey Island segeln konnte. Aber zuerst musste ich einen Mob machen. Okay. Also kommen wir scheinbar um diesen Mob nicht herum. Aktive kleine Kerle, nicht wahr? Da ist wieder eine Quizkarte, die nehmen wir mal mit. Dann können wir tatsächlich auch noch mal gucken. In das Quizbuch.
Wie lange kann Guybrush in diesem Spiel seinen Atem unter Wasser anhalten? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, im letzten waren es 10 Minuten und das geht aber nicht mehr, weil er älter geworden ist. Deswegen glaube ich, sind es 8 Minuten. Yep. Ich habe, glaube ich, noch eine Karte schon gefunden. Ah. An der Tür des Toilettenhäuschens ist nichts, ein Mond, ein Warnschild, eine Piratenflagge. An der Tür des Toilettenhäuschens. Wüsste nicht mal, welches Toilettenhäuschen. Es ist erstaunlich, was man alles erreichen kann, wenn man sich etwas in den Kopf setzt und eine Packung Sterne zum Aufkleben hat. Es ist erstaunlich, was man alles erreichen kann, wenn man sich etwas in den Kopf setzt und eine Packung... Nun, das ist definitiv ein Mob. Bleib weg von meinem Mob! Angenehm glühend heiß. Auf der Tafel steht, zum Gedenken an die luminösen Möwen von einst. Ich glaube, jemand hat versucht, damit ein Boot zu sichern. Ein bisschen Schnur. Das kann noch hilfreich sein. Das Essen ist spannender, wenn du das Risiko riechen kannst. Schädlinge oder Garnierungen? Ein guter Koch bezieht lokale Produkte, wenn er kann. So. Bleib weg von meinem Mob. Sieht aus wie ein Fahndungsfoto. Bleib weg von diesem Bild. Das ist hoffnungslos. Wir können die Schnur nicht entwirren. Es ist ein gruseliger Schrumpfkopf mit langen, strähnigen Haaren. Bleib weg von meinem Mob! Ich glaube, ich höre den Gesundheitsinspektor. Was? Wo? War nur ein Scherz. Der Witz wird nie alt. Weiter mit der guten Arbeit. Danke. Wird gemacht. Bleib weg von meinem Mob. Nun, das ist definitiv ein Mob. Das Essen ist spannender, wenn du das Risiko riechen kannst. Schön heiß. Ich frage mich, wie lange ich hier stehen könnte, bevor ich in Flammen aufgehe. Joho! Ich werde das Geheimnis von Monkey Island finden. Das klingt für mich nicht gerade nach Piraterie. Warum nicht? Es sind die drei Clowns am hinteren Tisch. Ja, also... Das bringt uns noch nicht so richtig weiter, habe ich den Eindruck. Das Problem an dieser Statue ist, dass es sich nicht um eine Statue von Elaine handelt, der besten Gouverneurin von Mealy aller Zeiten. Zu Ehren der 27. Gouverneurin von Mealy Island, Carla der Schwertmeisterin, für ihre heldenhaften Taten in Port Elizabeth. Port Elizabeth? Es sieht nicht fertig aus. Port Elizabeth. Auch das lohnt sich zu merken.
Ich wollte Ihnen nur sagen, dass die Vorbereitungen zum Auslaufen fast abgeschlossen sind. Du hast alle Zutaten für den Zauberspruch, um nach Monkey Island zu gelangen? Check. Tintenfischtinte, Hühner, Schwefel, Zimt, Affenblut, Minze und ein nerviger Totenkopf. Gut gemacht. Trag dich für eine Auspeitschung weniger auf dieser Reise ein. Lustige Geschichte. Guybrush Threepwood hat versucht, sich in die Mannschaft einzuschreiben. Threepwood? Er muss auch nach dem Geheimnis suchen. Ah, dieser Typ klaut mir all meine besten Ideen. Lass ihn töten! Warte, lass ihn leben. Ich will, dass er sieht, wie ich nach Monkey Island segle, in dem Wissen, dass das Geheimnis für ihn verloren ist. Sicher. Ich möchte das Thema noch einmal aufgreifen. Ist die Suche nach dem sagenumwobenen Geheimnis von Monkey Island eine gute Idee? Sollten wir nicht lieber die Meere terrorisieren, Angst verbreiten, Chaos stiften? Mehr das typische LeChuck-Zeug? Ich hab genug davon, dass du meine Befehle in Frage stellst. Belade das Schiff fertig und was immer du tust, lass Threepwood nicht an Bord. Nun gut. Die Stimme scheint mir gelungen. Auf dem Zettel steht, gezwungenermaßen geschlossen. Danke für die Erinnerungen, aber Bargeld wäre besser gewesen. Sieht aus wie eine Vulkaninsel mit Hörnern, die einen Basketball verschluckt hat. Hi! Jeder glaubt, er wisse mehr als der andere. Okay. Sie scheint zu klemmen. Noch eine Quizkarte, aber wir können ja nicht mal warten, bis wir die... Wenn die Quizkarten ja immer am Ende eines... einer Episode versuchen zu beantworten. Und hier kommen wir offensichtlich auch so weiter. Hier habe ich meinen Hals für Elaine riskiert und sie hat mir gezeigt, dass ich nur mein Herz riskieren muss. Und an den Fenstern müsste auch mal etwas getan werden. Ja, das sieht ein bisschen kaputt aus. Ein Besucher! Moment. Guybrush Threepwood? Otis! Howdy, Junge! Und Stan! Otis, alter Freund! Du hast dich nicht sehr verändert, seit ich dich das letzte Mal gesehen habe. Ich gebe der Regierung die Schuld. Haben wir uns nicht genau hier zum ersten Mal getroffen? Überhaupt nicht. Damals war ich in der anderen Zelle. Du siehst irgendwie anders aus. Neuer Grafikstil? Wie nett, dass es dir aufgefallen ist. Große Neuigkeiten. Ich bin auf der Suche nach dem Geheimnis von Monkey Island. Das klingt fantastisch. Weißt du, was mir von Monkey Island am besten in Erinnerung geblieben ist? Dass du mich aus dem Gefängnis geholt hast, kurz bevor wir dort waren. Ich bemanne keine Schiffe mehr, aber vielleicht kannst du mir trotzdem helfen, so wie du es vor all den Jahren getan hast. Ich habe eigentlich vor, eine bestehende Mannschaft zu kapern, anstatt eine neue zu rekrutieren. Aber vielleicht kann ich dich ja trotzdem rausholen, um der alten Zeiten willen. Ich wäre dir sehr dankbar. Ganz in der Nähe hat praktischerweise ein Schlüsseldienst aufgemacht. Ich habe gehört, dass Schlüsseldienste Schlüssel für alles Mögliche anfertigen können. Zum Beispiel für Zellentüren. Stell dir vor. Wofür haben sie dich diesmal eingesperrt? Ich bin ein Opfer der Umstände. Die Umstände sind, dass kleinen Dingen, die niemanden verletzen, zu viel Aufmerksamkeit geschenkt wird, während harte Mörder mit Pistolen und Schwertern durch die Straßen streifen. Mir ist aufgefallen, dass du nicht gesagt hast, für welches Verbrechen sie dich eingesperrt haben. Es war nichts. Ich habe nur ein paar Blumen gepflückt. Im Wald? Nein, das ist illegal. Ich habe meine Lektion gelernt. Ich habe sie stattdessen aus dem Garten der Gouverneurin gepflückt. Blumen aus dem Garten der Gouverneurin zu pflücken, klingt nach einer unklugen Entscheidung. Wir waren mal Freunde. Mehr oder weniger. Außerdem sind es nicht einmal ihre Blumen. Die Steuern bezahlen sie. Es ist öffentliches Eigentum. Ich weiß nicht, warum mich jemand deswegen behelligt. Ich tue niemandem weh. Außer den Blumen. Sie sind ein Jahrespflanzen.
Sie sind sowieso dem Untergang geweiht. Guybrush, du musst mich hier rausholen. Es ist Puddingabend. Ich glaube nicht, dass ich das nochmal ertrage. Ich mache es zu meiner Priorität Nummer 3. Danke. Ich glaube, es ist etwas drauf geschrieben, aber es ist zu klein, um es zu lesen. Dann könnten wir ja versuchen mit einem... Okay. Pass mit deinen Stiefeln auf, Junge. Hier ist es... Ich kann die Seriennummer lesen. Ich schreibe sie auf, damit ich sie nicht vergesse. Da steht... Gefängnisregeln. 1. Keine Fluchtversuche. Das ist einfach. Wie läuft denn? Die Schrift, die hier einmal war, ist weggerieben worden. Hey, Stan! Hallo, mein Junge! Es tut mir leid, dich im Gefängnis zu sehen. Danke, mein Junge. Ich weiß das zu schätzen. Es tut mir auch leid, mich hier zu sehen. Ich hatte wirklich gehofft, ein Schiff von dir zu kaufen. Nun, normalerweise würde ich alles tun, um dir sofort ein bequemes Fahrzeug zu besorgen. Aber meine Hände sind gefesselt. Sie sind gebunden. Ich kann es nicht tun, um keinen Preis. Ich habe kein Inventar mehr. Jedes Schiff auf dem Gelände wurde beschlagnahmt. Von skrupellosen Anwälten, denen deine Segelbedürfnisse nicht so wichtig sind wie mir. Okay, mach dir keine Sorgen. Ich habe schon einen Plan, wie ich ein Schiff von LeChuck stehlen kann. Wenn du nicht getötet wirst, komm danach zu mir. Ich mache dir einen guten Preis für alles, was über der Wasseroberfläche bleiben kann. Natürlich muss es auf Kredit sein, bis ich wieder auf die Beine komme. Was hast du getan, dass du verhaftet wurdest? Lass mich dir etwas sagen, mein Sohn. Es kommt nicht darauf an, was ein Mann tut. Es geht darum, wer er ist. Vielleicht überschreitet er eines Tages in einem Moment der Schwäche eine Grenze. Aber wenn er sich sicher ist, was in seinem Herzen ist, kann er seinen Kopf hochhalten. Und weißt du, was in meinem Herzen ist, mein Junge? Blut und klebriges Zeug? Menschen! Die Menschen sind in meinem Herzen. Du kannst sicher sein, dass ich alles, was ich angeblich getan habe, weil mir die Menschen wichtig sind. Was genau hast du angeblich für die Menschen getan, dass du verhaftet wurdest? Ich habe ihnen gegeben, was sie wollten. Natürlich wissen die Menschen nicht immer, dass sie die Dinge wollen, die sie wollen. Manchmal braucht es einen Mann mit einem Talent wie dem meinen, um ihnen den Weg zu zeigen. Und manchmal versuchen Leute, die auf diese Art von Talent neidisch sind, es mit allen möglichen unangenehmen Etiketten zu versehen. Sie benutzen verletzende Wörter wie Schwindel und Täuschung und sogar Betrug. Aber das ist alles nur Marketing, mein Junge. So natürlich wie die Felsen und die Bäume und die Flundervögel von Mealy Island. Und deshalb mache ich mir keine Sorgen. Ich warte noch auf das endgültige Urteil des Gerichts. Aber ich bin sicher, dass ich freigesprochen werde. Für Marketing wird man nicht gehängt. Es klingt, als hättest du schon vor Jahrzehnten verhaftet werden sollen. Ich meine, warum ausgerechnet jetzt? Ein Wort. Gerichtsbarkeit. Ich habe mein Kerngeschäft erweitert, indem ich versucht habe, Schiffseigner mit einer Vielzahl von Schiffsinstandhaltungsprodukten zu versorgen. Schwämme, Seepockenschaber, Reparaturanleitungen, Ruderband. Ich hatte eine ganze Reihe von Produkten. Ich dehnte meinen Vertrieb auf andere Inseln aus, in der ganzen Karibik. Und da geriet ich in Schwierigkeiten. Auf einigen dieser Inseln gelten andere Gesetze, die für Menschen wie dich und mich vielleicht nicht so fair erscheinen. Sie haben mich mit einer Tonne Papier zugeschüttet und über Dinge wie Qualitätsstandards, Verbraucherschutz und Umweltauswirkungen gesprochen. Sie haben nicht verstanden, dass ich nicht wirklich Bullaugenwischer verkaufte, sondern Glück. Und meine Kunden waren glücklich. Sie waren glücklich, bis ein Clown mit einem Aktenkoffer auftauchte und ihnen sagte, dass sie es nicht sind. Das ist Schwachsinn, Junge. Und deshalb wird es vor Gericht keinen Bestand haben. Ehe du dich versiehst, bin ich wieder draußen. Na ja. Hattest du nicht eine Anwaltskanzlei oder so etwas? Früher schon. Aber mir wurde die Zulassung entzogen, weil ich, wie wir ehemaligen Juristen sagen, moralisch verwerflich war. Ist das ein echtes Wort? Mehr oder weniger. Es ist eines dieser praktischen Schlagwörter, die man immer wieder verwenden kann, weil es nichts Bestimmtes bedeutet.
Würde es helfen, wenn ich dich aus dem Gefängnis befreie? Das ist ein nettes Angebot, wirklich. Es wärmt mich, wenn ich daran denke, dass du das für deinen alten Freund Stan tun würdest. Aber ich muss an die Außenwirkung denken. Ich will meinem Fall nicht schaden und eine Flucht aus dem Gefängnis sieht vor Gericht nicht gut aus. Also danke, aber nein, danke. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Jetzt, wo du es erwähnst, gibt es eine Sache, die ich während meiner Zeit hier in dieser erhabenen Einrichtung vermisst habe. In der ganzen Hektik und Aufregung um meine Verhaftung habe ich völlig vergessen, meine Zahnbürste mitzunehmen. Wenn du zufällig in der Werft vorbeikommst, könntest du sie für mich holen. Sie liegt auf meinem Schreibtisch im Büro. Aber sicher. Ich bin hinter dem Geheimnis von Monkey Island her. Das Geheimnis? Junge, das erinnert mich an früher. Aber wenn du Hilfe suchst, bist du auf der falschen Fährte. Denk nur daran, dass es im Leben keine Garantien oder Gewährleistungen gibt. Nur große Sausen. Danke, das ist ein Ratschlag. Ja. Bist du sicher, dass du nicht willst, dass ich dich befreie? 115%, mein Junge. Aber danke. Klingt ein bisschen wie Doc Brown. Bis später. Yep. Nun gut, also wir haben einen, den wollen wir befreien. Du siehst aus, als würdest du dich amüsieren. Das ist schön. Und einen? Offenbar nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass dieser Ort so undicht war. Sie haben endlich fließendes Wasser installiert. Willkommen in meinem Laden. Hallo. Am Ende der Planke. Es gehörte meiner Mutter. Bitte nicht anfassen. Okay. Sind die für Kunden? Finger weg. Das sind meine letzten Cracker. Die sind schön. Das ist eine Schlosserprüfung. Man schließt sie alle ab und wenn man den Schlüssel herausbekommt, hat man bestanden? Das ist das Anfängerlevel, ja. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, die größere Kiste in der kleineren zu verschließen. Das geht doch gar. Das ist eine beeindruckende Maschine. Yep. Ohne einen Schlüsselschleifer wäre dies keine richtige Schlosserei. Ich sehe, dass jeder auf diesem Porträt ziemlich verschlossen wirkt. Wenn Sie schon ein Wortspiel machen müssen, dann machen Sie wenigstens ein gutes. Ich sehe, dass jeder auf diesem Porträt ziemlich verschlossen wirkt. Wenn Sie schon ein Wortspiel machen müssen, dann machen Sie wenigstens ein gutes. Ich hätte schon gehofft, dass Sie einfach noch ein anderes Wortspiel haben. Hübscher Papagei. Und auch bösartig. Aber er war der Liebling meiner Mutter. Ich bin Guybrush Threepwood. Freut mich sehr. Ich bin Locke Smith. Das ist ein Scherz, oder? Nö. Und bevor Sie fragen, ja, das haben Sie. Ja, das war es. Und Sie wollten wirklich, dass ich in das Familienunternehmen einsteige. Können Sie wirklich Schlüssel für Dinge herstellen? Das kommt mir wie ein Zaubertrick vor. Moderne Schlösser haben Seriennummern, die mir alles sagen, was ich wissen muss. Keine Tricks nötig, nur Informationen. Es scheint falsch zu sein, dass man einen Schlüssel nur anhand der Seriennummer erstellen kann. Es ist eine Sicherheitsvorkehrung für den Fall, dass jemand seinen Schlüssel verliert. Sie wissen ja, wie die Leute sind. Sind Schlösser nicht viel weniger sicher, wenn man nur eine Nummer braucht, um einen neuen Schlüssel zu bekommen? Aus diesem Grund sollten Sie die Seriennummer niemals an Dritte weitergeben. Was passiert, wenn man seinen Schlüssel und die Seriennummer gleichzeitig verliert? Die Nummern sind in der Regel auf den Schlössern eingraviert, nur für den Fall. Und wenn Sie das Schloss verlieren, brauchen Sie wahrscheinlich keinen neuen Schlüssel. Was hindert mich daran, die Seriennummer auf dem Schloss eines anderen zu lesen und einen Schlüssel anfertigen zu lassen? Die Zahlen sind so klein gedruckt, dass man ein spezielles Werkzeug braucht, um sie zu lesen. Nur ein Profi hat ein solches Werkzeug. Wer ist die alte Dame im Fenster gegenüber? Sie meinen Whitey Bones. Sie war hier vor Jahren mal die Bestatterin. Sie scheint eine Menge Dinge zu wissen, die vielleicht nicht ganz zusammenpassen. Wie gut kennen Sie Whitey Bones? Überhaupt nicht gut. Aber sie wohnt schon seit einigen Jahren in der Nähe meines Ladens. Sie wohnte auch gegenüber von meinem alten Laden. Ist sie umgezogen, als Sie umgezogen sind? Ich bin sicher, dass das nur ein Zufall ist.
Ich bin auf der Suche nach dem Geheimnis von Monkey Island. Aufregend. In meiner Familie erzählt man sich, dass das Geheimnis wie ein Schlüssel ist. Einer, der alle Schlösser auf einmal öffnet. Das scheint sehr nützlich zu sein. Vielleicht. Das hängt davon ab, ob man sie wieder schließen kann. Kann ich mir Ihr Werkzeug zum Auslesen der Seriennummern von Schlössern ausleihen? Meine Lupe? Auf keinen Fall. Dafür könnte ich aus der Gewerkschaft fliegen. Wenn Sie Schlosser spielen wollen, müssen Sie sich woanders umsehen. Ich denke, ich werde mich ein wenig umsehen. Versuchen Sie nicht zu berühren. Ich habe ein System. Und ich möchte nicht, dass es durcheinander gerät. Okay. So, wir haben uns ja eine Seriennummer notiert. Wie? Das ist die Nummer für das Zellenschloss des Gefängnisses. Werden wir denn mal ausprobieren. Können Sie mir einen Schlüssel mit dieser Seriennummer erstellen? Sicher, das Schloss ist eine gute Wahl. Die sind sehr robust. Es ist die gleiche Art, die Sie im Gefängnis verwenden. Wow, was für ein Zufall. Ich hatte ja keine Ahnung. Nun gut. Ich sehe eine Halbinsel, die in kleine Inseln ausläuft, aber kein X markiert die Stelle. Es ist Südflorida. Ich habe dort Familie. Sieht aus wie ein Auge. Hey, Guybrush! Hey, Junge! Otis, die Behörden haben deinen Fall noch einmal überdacht und entschieden, dass du frei sein sollst. Ich bin den Behörden sehr dankbar und werde ihren Namen nicht nennen, falls unangenehme Fragen gestellt werden. Viel Glück, Stan. Ich hoffe, du wirst freigesprochen. Das steht schon fest, mein Freund. Aber danke. Ah, wieder ein... Man sagt, dass... Menschen geholfen. Das ist doch schön. So, mal einen kurzen Blick... riskieren. Oh ja, wieder ein Hinweis. Ah, interessant, ich sehe den Chat gar nicht. Warum das eigentlich? Na gut. Wie auch immer, würde ich sagen. Dann denke ich mal, bevor wir hier zur Gouverneurin reingehen, machen wir wieder ein Päuschen, beziehungsweise endet diese Episode. Wir haben ja doch einiges erfahren schon über die aktuellen Umstände und dann wird das bestimmt nochmal ganz spannend. Was denn da als nächstes noch herauszufinden ist. Aber wie gesagt, für heute erstmal oder an dieser Stelle erstmal wieder Ende dieser Episode. Genau, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Das ganze Let's Play gibt's als Playlist auch auf YouTube oder PeerTube, wo ihr mir gerne folgen könnt. Die Links gibt's unten in der Beschreibung. Bis denn dann.